herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder auf Reisen. Zum Glück müssen wir heute nicht so weit reisen, weil wir fahren mit Marius Golf nochmal auf den Prüfstand. Die Thematik ist allerdings nicht ganz so einfach, wegen dem nicht vorhandenen Auspuff. Das heißt, da brauchen wir wirklich einen Prüfstand, wo man Krach machen kann. Und genau deswegen fahren wir zu Core Tuning nach Launau. Man unschwer an meinem T-Shirt erkennen kann. Da haben wir früher übrigens ständig so coole Dino Days gemacht. Finde ich ein bisschen schade, dass das aktuell nicht mehr ist. Aber mal gucken, sollte es die Situation zulassen, werden wir da dieses Jahr auf jeden Fall nochmal einen krassen Dino Day machen. Ja, letzte Video mit Marius Golf, 840 PS. Denke mal, er ist recht zufrieden da vorne. Ja. Allerdings sind wir der Meinung, dass man an den Nockenwellen auf jeden Fall noch ein bisschen was machen kann. So, jetzt haben wir lange überlegt, was wir als nächstes machen. Und heute machen wir etwas, was sonst so noch keiner definitiv auf YouTube gemacht hat. Und zwar, wir fahren wirklich auf den Prüfstand, verändern rein gar nichts, außer die Nockenwellen verstellen. Fast alle Tuner oder Leute, die ihr Auto abstimmen, würden da ein riesen Geheimnis rausmachen. Wir sind immer Leute, die da kein Geheimnis rausmachen. Und deswegen machen wir da genau ein Video von. Das heißt, wir fahren erstmal auf den Prüfstand, werden an der Software rein gar nichts verändern, werden erstmal eine Eingangsmessung machen mit dem letzten Stand und fangen dann an, die Nockenwelle in kleinen Schritten immer weiter zu verdrehen und gucken uns die Leistungskurve an, wie sich Ansprechverhalten, Leistung etc. verhält. Wenn wir da das Optimum gefunden haben, dann könnte man noch mal gucken, ob man vielleicht mit ein bisschen Druck und Zündung noch mal weitermacht und vielleicht noch ein paar PS findet. Das Coole ist, also was heißt das Coole? Das Praktische ist, beim VR6 sitzt der Einlassnocken als auch der Auslassnocken auf einer Welle. Das heißt, die Spreizung von Einlass zu Auslass können wir gar nicht verändern. Somit können wir nur beides zusammen nach früh oder nach spät stellen. Das macht es für uns in dem Fall schon mal einfacher, weil wir halt eine Variable weniger haben. Sonst müssten wir dann auch noch Einlass und Auslass einzeln verstellen. Das heißt, so ist es erstmal zum Reinfinden relativ einfach. Ich wollte das Ganze mit meiner Limo schon immer mal auf dem Prüfstand gemacht haben. Mit der Limo ist das Ganze allerdings nicht so einfach, weil da muss die ganze Front jedes Mal ab und so weiter. Und bei dem VR, werdet ihr danach im Video sehen, ist das dann doch schon deutlich einfacher. Ja, in der Zwischenzeit hat Marius sich nochmal so ein bisschen um die Kupplung gekümmert, die hat er ja nicht ganz getrennt. Und nochmal den Motor so ein bisschen durchgecheckt, das sieht alles taco aus. Und jetzt würde ich sagen, geht's ab auf den Prüfstand. So, das war Lauf Nummer 1. Genau das gleiche Spiel wie in Berlin. Die Rollen nutzen sich mit der Zeit ab. Man merkt richtig einen Unterschied zwischen hier außen und in der Mitte. Und er hat tatsächlich durchgedreht. Klar war jetzt auch die erste Messung. Kalte Reifen und so weiter. Aber man sieht halt schön, das waren jetzt 686 PS. Aber wir haben nur knapp über 6,5 laut Prüfstand gedreht. Haben aber natürlich 8 gedreht, das heißt, die Räder haben oben raus durchgedreht und deswegen muss Marius jetzt hier wieder die Motorbrücke montieren, dass wir alles richtig schön nach unten ziehen können. So, das war Messung 2. Es hat tatsächlich funktioniert, dass er nicht mehr durchdreht.
Das rote war die erste Messung, das zweite war die zweite Messung und wir kommen jetzt drehzahlmäßig dahin, was das Steuergerät auch zeigt. Allerdings Leistung, das wird Marius nicht so freuen, 797 PS. Jetzt muss man dazu sagen, man sieht es ein bisschen auf meiner Stirn, es ist brutal warm hier drin. Letztes Mal waren wir ja nachts in Berlin und der Prüfstand hier ist wirklich dafür bekannt, dass er hart, aber fair ist. So, das Coole ist, wir können jetzt hier machen, was wir wollen. An der Stelle nochmal danke an Jackie. Deswegen können wir jetzt auf dem Prüfstand Nockenwellen einmessen. Ich habe gerade alle Werte im Steuergerät einmal gecheckt vom Lauf her. Das passt, da gehe ich jetzt noch nicht drauf ein. Das machen wir nach dem nächsten Lauf, wenn wir dann vorher, nachher ein bisschen vergleichen können mit den Nockenwellen anders. So, ich würde sagen, als allererstes messen wir einmal, wie die Nocken jetzt gerade stehen. Und dann verdrehen wir sie, ne? Ja, also die Nummer ist auf jeden Fall wieder echt hier auf dem Prüfstand bei 30 Grad jetzt die Nockenwellen einzustellen. Das ist Motorsport, könnte man fast sagen. Andere machen hoffentlich entspanntere Sachen. So, man kommt leider relativ schlecht auf die Kurbelwelle zum Drehen. Wir machen jetzt Folgendes. Wir nehmen als Referenzwert den Einlasshub im OT. Das heißt, wir drehen jetzt die Kurbelwelle auf OT. Das machen wir mit der Messuhr durch das Kerzenloch. Da sehen wir, wie der Wert hoch und dann wieder runter geht. Und genau an dem Scheitelpunkt ist der Kolben im OT. Und passend dazu gucken wir, wie viel Hub im OT ist mit dieser Uhr hier. Auslasswelle geht zu im OT, Einlasswelle geht auf. Deswegen müssen wir ihn langsam reindrehen, weil der Einlass langsam aufgeht und wir somit hier das Ganze messen. Das Ganze muss natürlich relativ feinfühlig alles gemacht werden. Und dann gucken wir mal, wo wir stehen und wo wir es hindrehen. Ne? So, das heißt, ich muss dir jetzt sagen, wie es hier so weitergeht. Ne? Ja. Okay. Dann drehen wir langsam. Müssen wir denn, also sind wir schon kurz vor, oder? Ja, ein bisschen, ein Atömchen. Also ein paar Grad hast du auf jeden Fall noch. Weiter, 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 weiter. Stopp mal einmal kurz. Jetzt sieht man interessehalber schon, jetzt haben wir schon ein Zehntel Ventilhub. Also jetzt fängt langsam das Ventil aufzugehen. Wir sind allerdings noch weit von OT entfernt. Jetzt kannst du weitermachen. Weiter jetzt, stopp, langsamer, jetzt geht Hub langsam, Hub von der Uhr los, jetzt langsam drehen. Weiter, 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 langsam, 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 weiter, 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 stopp. Jetzt passt. Alter, wenn wir jetzt ein Trinkspiel... Wollen wir da so ein jetzt Walter-Zeitzähler reinmachen? Oder jetzt ein Trinkspiel mit Walter, ne? Das ist sehr schön. So, aber was schon mal gut ist, wir stehen tatsächlich so, wie wir es eingemessen hatten. Wir waren ja ungefähr so bei 0,65 mm im OT. Jetzt ist das Coole, wir haben von Robert hier so einen Spezialventildeckel, den haben wir zwar schon ein paar Mal gezeigt, aber wir können jetzt ohne groß zu zerlegen die Räder verdrehen. So, also, was machen wir jetzt als nächstes? Vier Schrauben los, Nockenwelle so verdrehen, dass die Uhr, ich sag jetzt mal, damit wir nicht allzu viele Messungen machen müssen, 1,2 zeigt. Wir erhöhen den Hub, das heißt Auslass geht früher zu, Einlass geht früher auf. Und ich würde sagen, wir machen mal auf 1,2 und machen 0,5 mm Schritte. Heißt theoretisch mehr Leistung, schlechteres Ansprechen oder werden wir das dann sehen? Das ist ja genau der Sinn von dem Video heute. Da streiten sich die Geister drüber, keiner verrät seine Tipps, aber deswegen müssen wir es einfach selber machen. Ne? So, okay. Also ich verstelle und ich würde sagen, du ziehst da. So, und jetzt müssen wir kurz überlegen, wir wollen mehr Hub. Das heißt, das Ventil soll weiter aufgehen, das heißt, die Nockenwelle muss weiter reingedreht werden. Das heißt, ich muss sie nach hier hin drehen, zu mir hin. Und dann stellen wir sie so weit ein, dass sie ungefähr bei 1,2 steht. Das Schöne bei diesen warmen Motoren ist immer, dass es schön leichtgängig ist. So, 1,2. Keine Angst, ich mache da später natürlich noch Loctite dran. Jetzt nur. Aber nicht jetzt. So, kurz nochmal zur Erklärung. Das Ganze müssen wir jetzt natürlich mit der hinteren Nockenwelle auch noch machen. Wir fangen mit der vorderen Nockenwelle an, weil der Motor dreht rechts rum. Das heißt, an dieser Seite wird mit der Kette gezogen. Das heißt, wir machen immer erst die Nockenwelle, die erst gezogen wird, weil sonst die hintere nämlich wieder, also wenn wir die vordere verstellen, verstellt sich die hintere automatisch auch ein bisschen mit.
minimalst. Jetzt nochmal, was ich vorhin am Anfang meinte, das ist halt VR6. VR6 hat zwar zwei Nockenwellen, aber auf jeder Nockenwelle ist Einlass und Auslass zusammen. Das heißt, die Verspreizung können wir gar nicht einstellen. Okay, ja, jetzt das Ganze auf dem nächsten Zylinder, beziehungsweise auf der hinteren Seite. So, Nockenwellen sind eingemessen. Wir sind jetzt so auf 1,2 mm ungefähr gegangen. Wir lassen das Steuergerät so, wie es ist und gucken mal, was die Füllung jetzt macht und die Leistung macht. Und daran können wir dann wirklich Rückschlüsse ziehen, ob das Ganze was gebracht hat oder nicht. So, also das waren jetzt 1,2 mm Hub im OT im Einlass und ernüchterndes Ergebnis. Man sieht zwar, dass sich etwas tut, die rote Linie war der Lauf davor, die grüne ist die neue. Das heißt, die grüne Linie hier gerade ist Leistung. Es geht viel früher los. Das heißt so als Beispiel, oh jetzt haben wir hier unten gerade noch Geschwindigkeit, wo wir mal gucken wollten, ob er durchdreht. Kurz einmal Drehzahl reinmachen. Nehmen wir uns jetzt zum Beispiel bei 5000, dann haben wir hier jetzt 550 PS und vorher 480. Also es ist schon klar mehr Leistung geworden. Ab 6000 gleicht sich das wieder aus und oben raus sind es sogar 10 PS weniger. Also wir haben auf jeden Fall nicht den Effekt erreicht, dass die Füllung höher ist. Jetzt gucken wir uns das Ganze am Laptop an. Da haben wir uns unseren. Hier, jetzt musst du dir ein paar Zahlen merken, Marius. Oha. So, wir gucken hier mal. Das hat schon in der Schule nicht geklappt. So, da fahren wir oben raus ungefähr Lambda 074, immer noch relativ fett, aber wir haben es mit Absicht so gelassen, weil wir ja die Hoffnung hatten, dass es jetzt magerer wird. Bei 7,8 waren es 074 und hier unten haben wir den Gegendruck im Krümmer. Da sieht man, dass die Linie tendenziell oberhalb der Zündung verläuft. Also pink ist Druck im Krümmer. Gelb ist Zündwinkel und hier sehen wir, dass die Leitlinie eher drüber ist. So, wenn wir jetzt die alte Messung nehmen, die letzte Messung vorher, ich hoffe, das kann man auf dem Rechner erkennen, aber zur Not hat man ja meine Stimme dazu. Dann haben wir bei, na guck, da sind wir nämlich eher sogar bei 0,75. Aber eben auf 74. Genau, also er war beim ersten Lauf tendenziell sogar noch magerer. Ne? Mhm. Und vom Gegendruck her sieht es auch so aus, als wenn die pinke, weil die Zündung bleibt immer gleich, die pinke Linie tendenziell schon weiter drunter ist. Mhm. Also Erfolg definitiv gleich null. Nur Erfahrung. Genau, heißt in die Richtung die Nockenwelle drehen, obwohl uns viele dazu geraten haben. Weniger Leistung, Lader kommt zwar besser, aber oben raus definitiv nicht mehr. Nicht mehr Bums, ne? Zumindest mit dem Lader und den Nocken, oder kann man das pauschalisieren? Mhm. Zumindest für den VR, für die Nockenwellen jetzt ja. Mhm. So, jetzt will ich noch mal eine Sache gucken. Wir hatten bei 7,8 912 Grad. Und bei der letzten Messung war es nämlich, glaube ich, auch mehr. So, hier haben wir bei 7. Ja, das ist jetzt 928 Grad. Also es ist schon mehr dafür, dass die Ansauglufttemperatur geringer ist. Mhm. Dafür, dass er ja widerstand. Ne? Somit würde ich sagen. Oh, Chef ist auch hier. Alles gut. Ich habe schon gesagt, danke, dass wir deinen Flugstand nutzen dürfen. Ne? Grüß dich.
Besitzer vom Prüfstand. War Schritt in die falsche Richtung. Wir drehen jetzt lieber einfach nochmal zurück, würde ich sagen. Und gehen dann noch einen Schritt weiter, um zu gucken, was passiert. Ja, das war auf jeden Fall mal Rekord einmessen, würde ich sagen. Also man muss wirklich sagen, der Motor ist zum Einmessen wirklich eigentlich perfekt so, ne? Also das kann man am Prüfstand schon mal angehen so, ne? Genau, da sind so schnell die Kerzen raus, so schnell der Ventildeckel runter. Also nochmal zum Mitschreiben, wir hatten, als wir hergekommen sind, ungefähr 0,6 mm, haben hochgestellt auf 1,2 mm, also Einlass ist früher aufgegangen. Jetzt haben wir in die andere Richtung runtergestellt auf 0,25 mm, das heißt Auslass geht früher auf und Einlass geht auch, nee, Auslass geht später auf und Einlass geht auch später auf. So, jetzt haben wir es. Mal gucken, was passiert. Ob es jetzt in Richtung Leistung geht oder ob auch in die Richtung nichts geht und die Nockenstellen eigentlich schon perfekt waren. Dritte Messung hat ergeben 794 PS, also wir sind wieder beim ursprünglichen Wert angekommen. Grüne Kurve, Ansprechverhalten massiv schlechter, ist leider so. Also man sieht richtig schön, wie man die Nockenwellen verstellt. Rot Eingangsmessung, in die eine Richtung verstellt so, in die andere Richtung so. Gefühlt ist das Plateau hinten ein bisschen besser, was die Leistung angeht. Also es bleibt ein bisschen länger stehen. Noch weiter in die Richtung können wir sie nicht verstellen, weil 0,2 mm im OT ist schon echt wenig. Aber ich finde auch, hier Marius, guck mal im Look. Er ist definitiv magerer geworden. Mhm. So, wenn ich hier so rüber gehe von 0,78. Oh ja. So, und ab hier ist schon Begrenzer. So, und Druck im Krümmer ist definitiv auch ein Atömchen. Also ich persönlich würde es jetzt so lassen und würde jetzt mal ordentlich Zündung auflegen. Gucken wir mal. So, das heißt, die Nockenwellen lassen wir jetzt so und fangen mal an, ein bisschen Zündung drauf zu packen und mal gucken, was passiert. Im nächsten Step würden wir dann mit dem Druck noch ein bisschen hoch, aber erstmal machen wir Zündung. So, das Grinsen wird auf jeden Fall größer, weil das war ein Schritt in die richtige Richtung. Vierte Messung, orangene Farbe, vielleicht liegt es auch daran, 837 PS, 860 Newtonmeter. Und man sieht über das ganze Plateau, also wir haben jetzt ab 5000 ungefähr 4 Grad Zündung mehr gestellt. Man sieht halt über das ganze Plateau deutlich mehr Leistung. Ja. So, die Frage ist, wie weit man zündungsmäßig jetzt noch gehen kann. Deswegen lassen wir das jetzt erstmal und passen jetzt mal einen Tucken Druck an, weil das sind wirklich sage und schreibe 2,0 bar nur gewesen. Ne? So, das waren wirklich nur 2,03 bar. Ne? Also man kann schon sagen 2 bar.
krass ist, Gegendruck im Krümmer mit mehr Zündung definitiv runtergegangen. Mhm. Und Lambda ist auch sogar magerer geworden. Mhm. Also war definitiv der richtige Weg und deswegen arbeiten wir uns jetzt langsam dran und machen einfach nochmal die nächsten Messungen. Unterschied zwischen hier und hier an. Ne? Krass, ne? Mhm. Also die ist richtig kalt. Also gefühlt klang gleich viel krasser, ne? Ja. Meine 2,3 Bar. Ja, und schon sind wir bei 870. Ja, es klang auch kerniger, das hat man wirklich gehört. So, jetzt kommt allerdings wieder ein Punkt, sehe ich auf den Anhieb. Wir sind bei über 7000 mehr Druck gefahren. Mhm. Deutlich mehr. Und Leistung ist nicht mehr geworden. Mhm. Also da fängt er scheinbar ab 7,2 definitiv an zu stopfen. Da wird es kernig, sportlich. Ja, wir müssen uns mal einen Lok dazu angucken. So, jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal im Lok an. Das waren, wie ich gerade schon vermutet habe, sind wir hier bei 6000 2 Bar. Dann geht er hoch auf 2,25. Und die hält er dann. Knappe 2,3 Bar. Lambda weiterhin 0,77, 0,76. Ich persönlich würde es so lassen. Ich würde es nicht magerer machen. Meine Erfahrung mit Limo ist da, da verschenken wir vielleicht 10 PS. Mhm. Aber es ist halt alles entspannt kalt. Ne? So, jetzt gucken wir uns mal die anderen interessanten Videos. Hier sieht man es halt. Ne? Guck mal, wir fahren gerade. Du hast 2,3 Bar, 7500 und gerade mal 856 Grad im Krümmer. Mhm. So, das ist top. Jetzt ist allerdings das Problem. Wobei, das messen wir sogar im Abgasgehäuse, ne? Im Abgasgehäuse, genau. Ja. Jetzt ist das bei 36 Grad Ansaugungstemperatur. Ja. Auch top. Jetzt ist allerdings das Problem, dass die Leistung ja oben raus wieder runterfällt. Und hier sieht man tatsächlich wieder, dass der Gegendruck wieder hochgeht, ne? Mhm. Also wenn wir nur ein ganz bisschen mehr Druck stellen, sind wir sofort bei über 3 Bar im Krümmer. Teilweise sehe ich hier so 3,5. Ja, es kommt halt einfach keine Leistung in dem Moment raus. Ne? So, was machen wir jetzt? Wir machen Folgendes. Ich rufe mal einmal den Chris an, der beim letzten Mal abstimmen auch dabei war. Der tippert nämlich auch die ganze Zeit mit rum und beziehungsweise guckt sich die Loks. Ja. Guten Tag. Sag mal hallo. Mahlzeit. Lebst du noch oder bist du schon erstarrt vor Schock, was wir hier so rumtippern? Naja, es geht, aber ich sehe, bei euch ist es jetzt schon warm, wa? Ja, ja, hier ist richtig warm. Also ey, ist nicht ansatzweise so kalt wie bei euch in der Halle hier. Hier ist schon gut warm. Ja, ich habe gerade schon erklärt, dass wir jetzt wieder das Phänomen haben, dass oben raus die Leistung wieder weggeht, ne? Ja, dann müssen wir nochmal eins das rauskommen. Das heißt, ich würde jetzt sagen, wir nehmen Druck oben wieder raus und nochmal wieder ein bisschen Zündung. Man muss dazu sagen, Die, ich denke mal, das hört man fast gar nicht, bin mal gespannt. Die 4 Grad, die ich vorhin gestellt habe, da war Chris auch schon nicht so der Fan von. Aber. Geht auch das, da sind wir alle noch safe, alles gut. Noch läuft der Motor. Ah, nee, zu ist alles noch safe. Okay, also ein bisschen weniger Druck, mehr Zündung und nochmal messen. Genau, und die Begrenzung ist klar. Alles klar. Ich melde mich. Ciao. We'll be right back.
So, der spannende Moment. Wie war's da drin? Hab's schon gesehen. Wie war's da drin? Ja, schon krass. Also da werde ich mich vom ersten Lauf auf jeden Fall erschrecken. Also wo da ist halt wirklich so Blechbüchse und alles. Ja, und der Ausschuss ist halt genau an der und macht, ne? Ja, 8,72. Oh, schon massiv mehr Drehmoment, 950 Newtonmeter. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall hinbekommen, dass die Kurve, dass der Knick raus ist. So, das sieht schon mal schön aus. Aber oben raus sackt da immer noch ein. Bei ungefähr 7,5. Ja. 950 Newtonmeter. Das ist schon zornig. Ja, wir müssen einmal schnell Lok gucken. Also, was ich wirklich sagen muss, der läuft wirklich entspannt jetzt hier. Ne? Muss man einfach mal so sagen. So, das heißt, wir reden jetzt bei der Leistung. Ich nehme jetzt mal einfach hier als Wert 7700 Umdrehung, 2,1 Bar, Lambda 0,75, 29 Grad Zündung, knapp über 3 Bar im Krümmer und jetzt kommt es 816 Grad. Ne? Im Abgasgehäuse. Im Abgasgehäuse. Das ist schon krass wenig. Bei 35 Grad Ansauglufttemperatur. Ne? Öldruck konstant, das heißt Verschleiß vom Motor wird auch top sein. Jetzt haben wir allerdings einen Fehler gefunden. Und zwar geht tatsächlich bei 7,5, bei dem Knick, geht die Drosselklappe kurz zu. Also nicht ganz zu, sondern sie geht von 100% auf 80%, was sie eigentlich nicht soll. Das heißt, wir passen das jetzt alles nochmal ein bisschen an und dann hoffe ich, dass wir final eine perfekte Kurve. Nicht, dass ich doch wieder einen Salzloch reinlegen muss. Ja, so, jetzt ist leider Feierabend für heute. Wir wollten gerade einen Lauf machen, aber macht kein Ladedruck, 0,0. Das ist auch kein Wunder, weil der hat es leider nicht überlebt. Ich vermute, dass, man sieht es auch im Log, wir haben so einen Überschwinger beim vom Gas gehen, weil kein Pop-Off verbaut und weil im letzten Lauf Chris den Drehzahlbegrenzer so ein bisschen angehoben hat und ein bisschen anders gemacht hat. Ich persönlich bin immer Fan von so einem ultraweichen Begrenzer, gerade auf dem Prüfstand, den hatte ich auch vorher drin. Ja, Chris wollte einen Tucken höher drehen und ein bisschen härteren Begrenzer, da geht die Zündung zurück und dann hat er so einen Peak an Ladedruck scheinbar gemacht, dass das Ding aufgegangen ist. Passiert, wäre auf der Straße also definitiv auch passiert, brauchen wir sich nichts vormachen, ne? Ja. Wenn das Auto jetzt richtig gearbeitet hätte und so weiter. Ich glaube, leider ist nur hier eine Finne drin, ne? Genau, so ein Luftleitblech hier halt nicht. Hier gar nicht, gar nichts. Da werde ich ein, zwei Stege reinsetzen einfach. Mhm. Plus, man muss jetzt leider auch einfach einsehen, dass die Wurzel nur so im halben Blech ist. Also das ist auch einfach nicht mit genug Strom geschweißt, denke ich. Ja. Aber, ja, hey, guck mal. Man darf aber trotzdem nicht vergessen, trotz dieser Undichtigkeit haben wir heute immerhin 80 PS gefunden. Ja. Weil wir gehen einfach davon aus, dass Eingangsmessungen hier knappe 800 waren. Jetzt sind es gute 870. Happy, alles heile. Alles bei 2 Bar, ist jetzt ja auch nicht so der Monsterdruck, ne? Effizienz noch mal ein bisschen nach oben gekurbelt, mit ein bisschen mehr Zündung und Nockenwellen verstellt. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass wir das gezeigt haben mit der Nockenwelle. Mhm. Habe ich selber kein einziges Video auf YouTube bisher zu gefunden. Wir sind jetzt, was den VR angeht, auf jeden Fall einen Schritt weiter. Bisschen schlauer. Und jetzt muss Ladeluftkühler geschweißt werden. Wochenende wieder gerettet. Ladeluftkühler geschweißt werden und dann geht's weiter. Wichtigste ist, Auto fährt. Sonst alles heile, alles gut. Ab auf den Trailer, ab nach Hause.